So. Ja, da bin ich also wieder. Und jetzt mal schauen, wie weit es mich überhaupt denn zurückgesetzt hat. Wo war das denn drin, was wir noch bauen wollten? Genau, Jump Pads habe ich. Ach, wurscht, die wollte ich als nächstes noch machen. Und dann wollte ich zu. Genau, ich war wohl auf den Aufbruch gerade zum. Genau. Und hier haben wir das jetzt nochmal zum Auswählen. Ich versuche das einfach direkt. Moment! Kann das sein, wenn ich hier weggehe und wieder hingehe, dass ich dann. Nee. Okay. Biomass Coal. Man kann das wohl auch aus Biomass machen hier. Oder. Jetzt habe ich auf jeden Fall andere Sachen zum Auswählen als gerade eben. Das ist interessant, sage ich mal so. Ja, ich. Nehmen wir einfach nochmal das gleiche von wie gerade eben, oder? Wir wollen es jetzt testen, wir wollen das jetzt wissen. Zack, confirm. Jawohl. Und es ist wieder das gleiche, als es gerade eben war. Also es liegt wohl anscheinend tatsächlich ja, an der Auswahl. Liebe Entwickler, ich habe hier einen Bug gefunden. Den ersten richtigen Bug im ganzen Spiel. Ich sende einfach direkt nochmal hier das, den Bug Report und dann geht's gleich direkt weiter. Ja. Hier. Starten. Los geht's. Ach ja, übrigens, ich sehe gerade, es gibt jetzt momentan das Spiel Slime Rancher for free. Also man kann das jetzt momentan kostenfrei spielen. Ob das so bleiben wird oder ob das, ja, auf jeden Fall für alle, die jetzt hier zugucken, könnt ihr euch mal anschauen. Vielleicht ist das ja was für euch. Slime Rancher. Das, ja, ist zwar jetzt ganz was anderes als Satisfactory wahrscheinlich. Und ich werde das vielleicht auch mal anspielen, allerdings werde ich es nicht online stellen, weil ich dazu keine Emotionen habe, ob ich das darf oder nicht. Also. Ja. Ja. Okay, wir sind wieder da, wo wir gerade aufgehört haben. Und jetzt gucken wir doch direkt mal nochmal hier rein und schauen mal, ob es wieder was. Jetzt gibt es wieder was anderes. Schau an. Nee, das ist nur zweimal einfach das gleiche. Sind frei. Ja. Ich wähle hier jetzt nichts mehr aus, weil sonst stürzt mir das Spiel nur wieder ab. Ja, jedenfalls da ist jetzt der erste richtige große Bug, den ich im ganzen Spiel gefunden habe. Walkways wollten wir uns angucken. Und den Wasserfall dahin wollten wir uns angucken. Und jetzt schauen wir gerade. Ja, dann nehme ich diesmal eben doch was mit zum Schießen. Ja, wir haben ja letztens gesehen, was passiert, wenn ich sterbe. Also brauchen wir das nicht nochmal ausprobieren, das wissen wir jetzt mal. Das wissen wir jetzt, wie das funktioniert. Was dann passiert. Ist ja jetzt auch nicht so sonderlich verwunderlich. Was ist hier passiert? Ach so. Huh. Ach so. Keine Ahnung, wieso ich jetzt hier. Ja. Verwundert bin. Das Tor mal weg hier. So. Wir gucken jetzt zum Wasserfall. Wir wollen das jetzt wissen. Wir wollen da jetzt mal rumlaufen. Einfach nur mal um zu gucken, wie es da hinten aussieht. Ich sollte das Ding in die Hand nehmen. Habe ich aber doch. Ah doch. Jetzt hat das auch. Ja? Hallo. Jetzt hat das in der Hand. So. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt. Dann, ja. Wir müssen das nicht unbedingt sehen. Ihr könnt das auch selber erforschen. Das müsste ja in etwa die gleiche Map sein, wie ihr auch habt dann. Weil das ja eine von Hand erstellte Karte ist und keine frei generierte, so wie ich das mitbekommen habe. Also zumindest habe ich das letztens mal irgendwo gelesen. Also müsste das ja immer die gleiche Karte eigentlich sein. Was ist das auf Dauer vielleicht dann auch wieder etwas, ja, was soll ich sagen, vielleicht langweilig machen könnte, einfach aus dem Grund, weil man es ja schon kennt. Aber gut. Wir gucken uns einfach mal den Wasserfall an. Da wollte ich doch hin.
Und wenn... Ja, okay. Hier war irgendwo... Genau, hier ist er. Komm her. Oh, shit. Also, der ist tough, ne? Kein Wunder, dass mich der getötet hat. Ah. Gut. Hier eigentlich Limestone. Oh, 7 Stück. Hätte ich auch irgendwie essen? Nee. Nee. Ja, zu schön gewesen. Na, ah, aber da gibt's was zu essen. Guck an. Ah, ist wieder Gift. Wo war jetzt nochmal der Wasserfall? Moment, das ist okay. Ah, da vorne sind die Viecher wieder. Aber wir schauen mal, vielleicht gehen wir lieber außen rum. Wenn wir außen rum gehen können. Aber es sieht eher nicht danach aus. So. Können nicht außen rum gehen. Oh, was ist das? Das sieht aus wie ein Kopf. Da oben ist wieder so eine Schnecke. Ah, hier gibt es nochmal Eisen, schau an, aber in Massen hier. Und da vorne ist nochmal so ein Viech. Und das sieht aus wie ein Totenkopf. Kann jetzt sein, dass das nur meine Fantasie ist, aber ich sag, das ist ein Totenkopf oder irgendein Gesicht oder so. Ja. Bevor uns das Viech sieht, machen wir uns wieder in die Richtung auf den Weg. Dann nehmen wir trotzdem die anderen beiden mit. Ist doch scheißegal. Oh, uns hat eins gefunden, offensichtlich. Aber ich habe es noch nicht gesehen. So. Das ging jetzt schneller. Vielleicht hätte ich auch den Traktor eher zuerst erforschen sollen oder so, dann könnte ich jetzt hier rumdüsen wahrscheinlich wie ein Verrückter. Aber das überlasse ich einfach mal euch. Das könnt ihr selber ausprobieren, wenn ihr das Spiel denn mal dann gekauft habt. ich will euch gar nicht die ganze Freude wegnehmen. Ja. Zumal es halt auch viel schöner für euch ist, wenn ich hier nochmal sterben sehe oder so. Kann ich mir vorstellen. Bei den Gefallen tue ich euch noch nicht. Wie ihr seht. Also, ich kann mittlerweile mit dem Ding etwas umgehen. Ich hatte da in der letzten Folge genügend Übung, also in der, die nicht ging zumindest. Und da vorne ist nochmal so ein Viech, genau. Nimm mich an, komm zu mir. Ja, okay, jetzt habe ich auch nicht getroffen. Ja, manchmal klappt es halt auch nicht. So. Gut. Ah, da vorne ist der Nächste. Ja, komm. Ich könnte doch ausrasten hier. Ja, komm halt. Ja, komm. Was ist los? Angst oder wie? Oder wartest du darauf, dass ich dir den Rücken zukehre? Ja, jetzt komm da. So. Richtung Wasserfall war da irgendwo, glaube ich. Und diese Bäume da oben wollte ich, oder diese Zacken wollte ich angucken. Ja, mal in die Richtung. So einen großen hier. Ich glaube, die tun mir nichts. Ich glaube, die sind friedlich. Ich hoffe es. Na, hier ist nochmal so eine Schnecke. Was ist jetzt passiert? Ich habe irgendwas gehört. Irgendwas gehört. Irgendwas ist mir nicht gefällt. Na,
Wald hier. Sieht ziemlich creepy aus. Muss ich mal aufhaben. Sieht nicht so aus, als ob ich hier wunderbar willkommen wäre. Ziemlich düster. Na, ich bin vielleicht auch so falsch. Tageszeit losgegangen. Hallo. Noch viel mehr hüpfen. Sonst ist man ziemlich schnell tot. Man sieht das ja. Wow. Jetzt hat er mich mal ganz schön katapultiert hier. So. Ich will doch nur zum Wasserfall. Ich will hier nur mal den epischen Wasserfall hier. Fuck! Seht ihr, was ich sehe? Ist das mal geil oder ist das geil? Da geht's nach unten. Hammer! Okay, da springe ich aber jetzt nicht rein. Wäre aber trotzdem cool, zu wissen, was passiert. Aber ich werde mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sterben, wenn ich da reinspringe. Weiter weg als ich gedacht habe. Alles egal, wir gehen zurück. Wir können jetzt sicherlich die andere Forschung machen, weil mittlerweile müsste das eigentlich reichen an Material, was wir haben. Und ja, dann machen wir die andere Forschung noch, gucken uns das noch an, wie das mit dem Warpways funktioniert. Dann baue ich den Hub mal ab und probiere mal, was passiert. Ja, wir müssen ja alle Eventualitäten hier mal einbeziehen. Wir sind hier Alpha-Tester. Ja, außerdem, das interessiert mich halt einfach auch. Das ist halt jetzt auch ungünstig, wo ich hier lang gehe. Außerdem, ja genau, es wird hier schon wieder so rot. Bedeutet, es ist ungesund. Nehmen Schaden. So. Jetzt sollte es nicht passen hier. Ah, ich höre schon wieder was. Ja. Warum ist mir jetzt egal, ich will nach Hause. Und dann versuchen wir was anderes auszuwählen. Vielleicht liegt es einfach nur an den Holz-zu-Kohle-Dingens, dass es nicht geht. Oder vielleicht daran, dass ich Kohle nicht erforscht habe. Das kann natürlich auch sein. Ich habe ja Kohle noch gar nicht erforscht. Vielleicht ist es auch deswegen. Also, ich weiß es nicht. Also, aber vorher muss ich dann mal speichern. Das ist ich habe jetzt einiges mitgenommen. Das sieht cool aus, Mann. Das sieht so cool aus. So super cool. Ich kann das doch weglegen. Dann habe ich nicht das Ding hier im Bild. Genau. Und da mache ich jetzt aber definitiv einen Screenshot. Das wäre zu schade, wenn das weg wäre. Ja. Hoppala. So, komm. So. Jawohl. Das wäre viel zu schade, wenn das weg wäre. Also das... Man muss sich ja hier immer ein bisschen was aufheben. Ah, Moment. Hier. Hier. Hier sehe ich doch meine Base von oben. Ja, komm mit, Schnecke. Da kann ich eigentlich auch mal noch so einen Screenshot davon machen. Aber von Weitem ruckelt der auch jetzt. Wenn ich von Weitem hingucke, dann ruckelt der auch. Aber gut, das ist halt einfach wahrscheinlich dem geschuldet, dass... Ja, dass es halt einfach weit weg ist. Ja, ich speichere mal gerade eben meinen anderen Screenshot. Ja, komm. Manchmal stelle ich mich zu blöd an für die einfachsten Sachen. So. So. Also, die Landschaft sieht
geil aus. Also so viel mal dazu. Also ich finde es cool. Ich finde es super. Aber ja, ich bin halt eigentlich keiner, der ein Spiel spielt, weil ihm die Landschaft so gut gefällt. Also da gehöre ich einfach nicht dazu. Was passiert, wenn ich da runterspringe? Bin ich dann tot? Sind meine Sachen dann weg? Hoppala, jetzt bin ich runtergefallen tatsächlich. Ich wollte das eigentlich gar nicht so unbedingt. Aber gut, ich hab's überlebt. Aber man kann relativ hoch hüpfen, also man bekommt relativ wenig Fallschaden. Ja. Insgesamt. Also, wenn ich überlege, wenn ich da oben hier runter hüpfe, es passiert mir nichts. Hier zum Beispiel. Passiert nichts, gar nichts. Das ist halt schon. Ja. Ja. Das passt, oder? Das passt. Einfach. Das passt. So, jetzt machen wir kurz Save. Save Game. New Save. Irgendwas. Save. Einfach nur damit es gespeichert ist. Jawohl. Confirm. Und jetzt wollen wir Resume Game. Und jetzt wollen wir mal gucken, was passiert, wenn ich hier was anderes auswähle. Das hier. Confirm. Selbes Spiel wie gerade. Interessant. Das liegt wohl einfach daran, dass ich einfach keine Kohle erforscht habe. Könnte ich mir vorstellen. Genau. Send Crash Report. Send and Restart. Jawohl. So. Ja. Komm. Aber es ist ja zum Glück schnell neu gestartet, das Spiel. Also es ist ja nicht so, dass es jetzt ewig dauert, alles ist ja. Es geht relativ schnell insgesamt. Nicht relativ positiv beeindruckt, muss ich sagen. Aber weiß jetzt momentan, man soll es nicht vor den Abend mal loben. Ja, okay. Jetzt geht's wieder. Zack. Continue. Ja, und weiter geht's. Genau. Und es wird auch aufgenommen. Sehr schön. So. Genau. Genau. Hier. Was bist du eigentlich noch? Chainsaw, ach genau. Ich versuche einfach mal, was kann ich denn jetzt auswählen? Gibt es sonst noch so schnell? Okay, wieder das Kohlezeug. Was passiert, wenn ich jetzt die Kohle erforsche? Moment, das muss ich aber abschließen vorher. Ich habe da schon was rein. Und dann suchen wir den Bug. Aber ich denke, das liegt halt einfach echt daran, dass ich Kohle nicht erforscht habe. Dann müsste es aber, denke ich, gehen, wenn ich Kohle erforscht habe. Den ganzen Schund hier wieder mitnehmen. So. Und dann hier nochmal. Boah, jetzt haben wir aber genügend hier. Genau, und dann erforschen wir direkt Kohle hinterher. Milestone reached. After medical consultation, additional buildings aimed at factory traversal have been added. Jo. Walkways can now be accessed in the build menu. Milestone. Oh, 25 davon, 25 davon. Ja, das ist ja easy going. Komm, das hatten wir schon schlimmere Sachen.
schon deutlich schlimmere Sachen, also wegen 50 und 75 und so. Also, wir nehmen das ganze Zeug hier. So. Wo ist es denn jetzt? Ach, hier. Ah, oh, doch ein paar Platten noch. Neue Platten geht nichts. Ah, ich hätte so viel gar nicht gebraucht. Ich habe noch zwei hier. Na egal. Dann haben wir es gleich. Ja, in einer Minute 30 sowas kommt das Ding wieder. Bis dahin haben wir auf jeden Fall genügend zusammen. Auf jeden Fall. So. Definitiv. Walkway. Wir wollten mal gucken, wie das mit dem Walkway funktioniert. Walls? Nee. Ah, hier. Walkway. Ist natürlich doof, wenn man das erst so spät bekommt alles, weil ist eigentlich echt viel zu schade, muss man mal ganz ehrlich so sagen. Ah, Moment, genau. 7, 8, 0. 0? 0? Hallo? 0? Geht nicht. 9? Ich kann das nicht, das nicht so. Okay, also das kann ich nicht in meine schnell in meine Hotbar legen. Ich kann allgemein gerade nichts in meine Hotbar legen. Wieso? Also ich kann jetzt auch nichts mehr in meine Hotbar legen. Ich habe den nächsten Bug gefunden, ohne es zu wollen. Ja, ist aber kein Problem eigentlich an sich. Man kann es ja auch nicht einfach aufbauen. Das ist ja nicht so tragisch. Okay, so. Jetzt, jawohl, jetzt können wir den nächsten Milestone machen. Hier, nimm das Zeug, nimm und weg mit dir. Und tschüss. So, cool. It's a coal import. Milestone reached. Long range transportation as well as the construction of outposts. Genau. Construction of outposts? Was? Okay. War irgendwas Spezielles? Nein. Draft bench. Muss schon mal. Power generator. Ist nicht mal so teuer. Wie groß ist das Ding? Das interessiert mich. Es ist groß. Es ist groß, es ist richtig groß. Guckt euch das an. Guckt euch das an, es ist groß. Es ist. Es ist doppelt so. Nee, es ist dreimal so groß als, als so ein Generator hier. Wie viel Energie bringt das Ding? Es bringt 25 Megawatt. Und das bringt 20 Megawatt. Ja. Megawatt und 20 Megawatt. Ja. Kann man mal machen. Interessant wäre noch, wie lange so eine Kohle hält. Das könnten wir eigentlich noch probieren. Wir haben ja eigentlich. Ja, wir haben ja eigentlich. Ich mache mal gerade noch mal ein Save.
Und dann gucken wir mal, ob das jetzt mit der Kohle funktioniert. Wäre ja schade, wenn das überhaupt nicht funktionieren würde. Oder vielleicht müsste ich auch meinen Rechner dann jetzt mal neu starten, um einen Bug irgendwie zu beheben. Achtung, Achtung, Achtung! Klick! Ne. Also, es... ja, es liegt nicht daran... Ja, vielleicht müsste ich echt neu starten. Vielleicht. Ja, vielleicht kann ich deswegen auch nichts mehr an meine Hotbar... in meine Hotbar legen oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was er, wo er sich da behakt. Ich habe jetzt gedacht, ich finde das vielleicht raus, indem ich das eben erforsche. Und dann zack, dann ist alles gut. Aber so einfach ist es dann wohl doch nicht. Das ist schade drum, aber es hätte ja sein können. Und dann hätten wir den Entwicklern gleich sagen können, hey, hier müsst ihr nochmal nacharbeiten. Leider können wir das nicht tun. Aber gut. Das ist halt so. Genau. So. Gut. Ich wollte mir diese... Ah, und jetzt kann ich hier diese Vehicles wohl aufbauen. Wahrscheinlich brauche ich... Ja, okay, damit kann man die Vehikel aufladen und dann kann ich damit überhaupt mitfahren? Das ist ja mal die nächste Frage. Can be automated to pick up and deliver resources at truck stations. Nickname. It's a pretty sweet, you know, okay. Keine Ahnung, ob ich damit mitfahren kann. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, das überlasse ich euch, um das rauszufinden. Das will ich gar nicht vorwegnehmen. Wir versuchen das einfach jetzt mal nochmal. Ja, jetzt kann ich wieder binden. Ja. Jetzt geht's wieder. Wieso es gerade nicht ging, weiß es nicht. So. Und jetzt, ich kann das hier überhaupt nicht irgendwie dran matschen. Das auch nicht. Ne? Ich kann das nur im Endeffekt wahrscheinlich auf Boden hinstellen. Hier. Hier kann ich es dran basteln. Hier geht's. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Und jetzt könnte ich auch wahrscheinlich hier so einen. Wir machen erstmal hier 5, nochmal hier so ein. Boden hin und dann machen wir hier mal 6. Zack, so rum. Finde ich auch cool, muss man sagen. Wollen wir nach oben oder nach unten oder um die Ecke oder so? 7? Um die Ecke. Ah, also das geht, das funktioniert. Schauen wir mal, wie ist damit? Also hier kann man nur. Ah, okay. Er merkt das automatisch, in welche Richtung das gehen könnte. Wir machen einfach mal hier eine Kreuzung hin. Warum? Dann machen wir hier nach oben und dann machen wir noch nach unten. Dann schauen wir mal, wo wir hinkommen. Einfach mal so Gaudi halber. Wir wollen einfach mal. Wir wollen ja hier Spaß haben. Oh. Ja, und jetzt ist das hier so halbwegs in der Luft. Und auch nicht. Es ist wieder
Ja. Aber jetzt kann ich hier bestimmt so ein Fundament hinstellen. Oder? Kann ich das da dran merchen? Fundament? Hallo? Nö, das kann ich da nicht dran matschen. Ach komm, das ist doch. Also das ist schade, dass ich das jetzt nicht da dran snappen kann. Das hätte ich mir jetzt aber gewünscht, wenn ich mal ehrlich bin. Ja. Kann ich da vielleicht ein kleineres dran machen? Hier so ein. Wo ist das drin? Hier. Ach, genau. Das war ja hier. So. Hier. Nee. Funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ja, gut zu wissen. Okay. Und jetzt wollte ich hier mal noch nach oben gehen, so spaßeshalber. Mein ganzes Material verschwenden. Aber ist mir eigentlich egal gerade, wenn ich mal so ehrlich bin. Hey, vielleicht komme ich da hoch. Wie hoch bin ich denn überhaupt schon? War schon ordentlich hier. Also ich kann schon ordentlich weit gucken. Mal ehrlich sein da. Aber vielleicht komme ich da echt hoch. Mein, kostet ja auch nichts hier so ein. Weg. Und dann können wir echt weit gucken. Das ist so zwar wahrscheinlich überhaupt nicht gedacht. Keine Ahnung, ob das überhaupt jemand schon mal probiert hat. Hoch. Es ist jetzt nicht so, dass wir da mal eben hinkommen. Das ist echt verdammt hoch. Ein Glück hat das Ding hier so Geländer. Sonst müssten wir uns ja hier um die Sicherheit sorgen. Aber er ist super. Super. Ah, bald gehen mir die Eisenplatten aus. Thank you.
ziemlich genau jetzt. Okay, es verschwindet dann irgendwann im Nebel anscheinend. Ja, wenn ich da jetzt runterfall, bin ich definitiv tot. Aber es ist nicht weniger cool irgendwie. Also ich finde das lustig. Ich finde das lustig. Eigentlich muss ich da mal oben rauf gucken, oder? Ich muss da echt mal oben rauf gucken. Komm. Ah, hallo? Darf ich mitfliegen? Hier? Darf ich mitfliegen? Sehen wir ihn mal von oben hier, komm. Ja, das fliegt dann natürlich in die falsche Richtung. Aber cool. Also ich habe gerade echt überlegt, ob ich mal drauf springe und mal mitfliege. Wenn es denn irgendwie geht. Vielleicht wäre es ja sogar gegangen. Vielleicht kommt er damit fliegen. Brauchen mehr Eisenplatten und mehr Röhren. Das finde ich jetzt lustiger als mit dem Traktor rumzudüsen, glaube ich sogar. Ja. Also vor allem die Tatsache, dass es so gut geht eigentlich und so hoch, dass ich so hoch auch bauen darf, dass es da keine Begrenzung gibt im Endeffekt, das finde ich schon cool. Schauen wir mal. Also, wie gesagt, mir wird jetzt noch fehlen, dass ich hier irgendwie was dran snappen kann. Also hier so ein Fundament oder so. Aber was jetzt. Und was mir noch fehlt, ist, dass das Ding überhaupt keine Stützen hat. Das schwebt hier vollkommen frei in der Luft und das schwebt halt einfach. Ja. Ich meine, ja, es ist ja in Ordnung. Es ist ja okay. Aber. Ja, vielleicht kommt da noch was. Es sieht einfach komisch aus, finde ich. Es wäre cool, also wenn es da so wie es ist ähnlich wie bei Rollercoaster Tycoon oder so, wenn sich die Stützen einfach selber dann umbauen würden. Ich sage, okay, jawohl, das hat jetzt eine gewisse Höhe. Jetzt kommen halt ab und zu mal Stelzen dazu. Wäre nicht schlecht, finde ich jetzt. Also. Ja, und es hält. Wobei ja die Physik wahrscheinlich dementsprechend noch nicht oder nicht drin ist einfach. Können wir wieder drehen? Ha? Nehmen. Ihr könnt das einfach vorspulen, wenn ihr das nicht sehen wollt, wie ich hier nach oben baue. Verpasst ihr vielleicht so eine geile Aussicht wie jetzt da rechts oder so? Hm? Das finde ich halt schon. Die Gegend da hinten, die gefällt mir wahnsinnig gut. Da wäre es vielleicht auch interessant, am Wasserfall nach unten zu bauen, um zu sehen, was da unten überhaupt ist. Also ich weiß es nicht. Solltet ihr das irgendwann mal wissen, könnt ihr mir das ja mal verraten. Denn ich werde wahrscheinlich nicht zukommen mehr. Ich bin ja eh so der Freund von Singleplayer-Spielen und momentan ist es halt einfach Singleplayer. Weil halt das mit dem Multiplayer momentan noch nicht funktioniert, beziehungsweise erst auf den Early Access dann tatsächlich so sein wird. Ja.
Werden jetzt hier die Abstände kleiner oder sind die immer noch so groß? Die sind immer noch so groß, oder? Das ist tatsächlich ziemlich weit nach oben, oder? Oder werden die kleiner? Weiß es nicht. Wir können ja noch eine Weile. Wir haben ja noch Material mit. Wenn das Material aufgebraucht ist, dann gehe ich wieder nach unten. Und dann lasse ich es aber bleiben. Wenn ich da nicht oben bin, dann ist es halt so. Dann haben wir das nicht gesehen. Oder? Oder? Ich weiß es noch nicht. Eigentlich wäre es schade, ne? Wenn wir jetzt so viel Zeit darauf verwenden und dann sehen wir es nicht. Komm, das wäre eigentlich schade drum. Wir müssen ja das Kohlekraftwerk auch noch bauen und den Hub versetzen. Hier oben muss doch irgendwann mal auf die Luft dünn werden. Ja, wir haben es bald geschafft. Ich glaube, das lohnt sich, wenn ich da noch mal Material hole, oder? Lohnt sich, wir sind da fast oben. Komm, das lohnt sich. Aber es verschwindet echt alles im Nebel irgendwann, wenn man das so anguckt. Also, Base sehe ich glaube ich schon nicht mehr. Aber nur noch so schlimm, ne? Was das überhaupt ist, weiß es nicht. Ist da hinten? Ist hier da hinten irgendwo? Auf jeden Fall sehe ich sie nicht mehr. Ja, also hier wird es wieder klarer. Also, wir sind echt verdammt hoch. Boah! Moment. Rotes Wasser oder was auch immer. Was dann zum weißen Wasser wird, wovon da oben runterfließt. Coole Sache, Mann. Coole Sache. Das gefällt mir ohne Ende da hinten. Der Torbogen hier, der ist auch irgendwie cool. Der hat einfach irgendwie was für mich. Ne? Ist doch schön. Ist doch schön. Da unten fliegt wieder einer. Guck, wir sind höher als der fliegen kann. Boah, ernsthaft? Seht ihr auch gerade, was ich sehe? Ja, natürlich seht ihr, was ich sehe. Was zur Hölle? Also, viel Spaß beim Erkunden, wenn ihr das Spiel, wenn ihr euch das Spiel zuholt, zulegt. Das ist echt ein Erkundungsspiel. Also, die haben hier echt interessante Landschaften reinprogrammiert, erstellt. Ja, ist kein Wunder, dass die eben einigermaßen stolz drauf sind. Das dürfen die auch sein, finde ich jetzt. Also, ist auch kein Wunder, dass es so teuer im Vergleich ist für den Early Access. Einfach, eben, man braucht ja unglaublich viel Zeit, wenn man das nicht irgendwie vom Computer erstellen lässt, sondern wenn man das tatsächlich selber, ja, einmalert in die Landschaft, sag ich mal. Ja. Mich dann nicht, dass es vergleichsweise teuer ist für den Early Access. Komm, was soll der Geiz? Wir nehmen das mit. Aber wieso habe ich so wenig davon auf Lager? Das wundert mich gerade. Kommt ja nichts mehr, oder wie? Doch, kommt noch. Ich habe keine Energie mehr. Ja, normal war es schon, oder? 203. Ja, 53. Komm. Egal. Wir verpulvern unser Material noch. Wie gesagt, ich höre dann eh auf, beziehungsweise ich versuche dann den Hub umzusetzen und guck, was passiert, wenn ich den auf eine Foundation setzen will. Also auf so ein Fundament.
Dann schauen wir doch mal, was passiert. Also, da bin ich noch furchtbar gespannt drauf. Wir werden sehen. Es ist gleich soweit. Den ganzen Weg da hochlaufen. Das ist cool. Ich finde das cool. Weil da sieht man erstmal, wie hoch das Ding eigentlich ist. Oder nicht ist. Also eigentlich, so ein Weltraumlift hätte ich mir vielleicht noch höher vorgestellt. Ohne Sache. Ja. Weltraum reicht. Okay. Sonst kämen wir ja nie oben an. Also wir haben ja ein Ziel. Wenn wir das nicht hätten, hätten wir gar kein Ziel mehr. Oder? Nimm mal hier das Bautool wieder in die Hand. So. Badam, badadam. Badam, badadam. Über den Wolken. Cool. Cool, cool, cool. Wir haben es gleich. Gleich. Sind gleich oben. Ist das cool? Ah. Darf ich da nicht, oder wie? Oder? Ach so. Genau. Aber ja, was? Ich musste das ja immer wieder richtig hindrehen. Ah. Ah. Da darf ich nicht hingehen. Ah, da oben ist noch so ein. Ach so. Das ist nur so ein Zwischenlandeplatz oder so. Wir wollen das aber von oben sehen. Wir wollen das aber von oben sehen. Wenn wir schon mal hier sind. Ah. Oh.
Boah. Ja. Und der Rest ist einfach nur. Ja. Ohne Geblinke. Und es geht ihm doch in den Weltall anscheinend. Ins Weltall anscheinend. Weltraum. Gut. Alles klar, wir sind oben. Wir wären jetzt ganz schnell unten, wenn ich da einfach runterspringen würde, oder? Richtig? Wir genießen nochmal die Aussicht. Da hinten ist dieser blutrote Tümpel mit dem Wasserfall. Man, das sieht eigentlich. So. Ja, da ist dieser Ozean mit den 1000 Wasserfällen. So in die Richtung irgendwo. Ja, was habe ich denn alles dabei? Ja. Ja, oder? Ja, wobei, ich habe das Holz da. Ja, funktioniert ja eh nicht. Hm. Weiß nicht. Soll ich runterlaufen oder runterspringen? Eigentlich müsste ich jetzt eine Umfrage starten und das beim nächsten Mal machen. natürlich wird er dann rauskommen, spring runter. Ja. Okay. Ihr habt ja recht. Überredet. Überredet. Also ich komme nicht näher ran an das Ding. Es geht nicht. Also das ist hier. Ja, aber ich fliege eigentlich relativ langsam, ne? Kann das sein? Ich kann eben sogar. Ich kann sogar etwas steuern, ne? Auf den Stein, auf den. Ja, auf den Stein! Ja, genau. Ah, und ich bekomme eine Lootbox von. Cool, cool. Und ich kann das Zeug looten wahrscheinlich. Wenn ich jetzt wüsste, wo das war, irgendwo auf dem Stein, irgendwo da unten. Ich hätte mal besser nach der Umgebung angeguckt. Jetzt müsste ich mal das Video nochmal anschauen, dann wüsste ich wahrscheinlich ganz genau, wo ich gelandet bin. Wo ich. Ach! Moment! Ah! Ist mir angezeigt! Ja, cool. Es wird mir ja angezeigt. Und zwar genau hier. Hier ist die Lupe. Grab all, zack, los geht's. Runde zurück. Okay. Also, man beachte, man kann das Zeug da dran snappen. Das funktioniert. Umgekehrt geht's nicht. Also sollte man erstmal hier sich sicher sein, dass man das hier. Ah ja, genau. Und die kann man auch nur oben ran snappen und nicht unten. Das muss man auch beachten, dass es nach oben geht. Nicht auf der unteren Seite vom Block. Was auch wieder etwas schade ist, wenn man ganz ehrlich bin. Moment, Snap to Guideline. Was ist das eigentlich? Das habe ich noch nie so richtig verstanden, was das macht. Also man bekommt dann manchmal so einen. Ja, was. Macht nicht. Genau, und jetzt bauen wir hier oben mal eine Plattform einfach genau ein bisschen aus und dann gucken wir doch mal, was passiert, wenn ich da was draufstellen will. Oder? Ah, ich brauche mehr Zement. Ja. Das ist cool. Das ist eigentlich schon wieder cool.
Kann man da oben... Achso. Kann man da oben den Walkway dran snappen? Das finde ich auch schon wieder richtig, 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 richtig cool, wenn das ginge. Aber es wirkt das Ding nicht. Da oben. Sieht nicht so aus. Nee. Nee. Kann da kein Walkway dran snappen. Ja, okay. Ist auch egal. Wir so ein bisschen zurück. Okay, da konnte ich jetzt drunter bauen. Kann ich jetzt da auch drunter bauen? Nee, da bin ich nicht drunter. Ja. Okay, die Kohle wollten wir noch ausprobieren. Was mit der Kohle dann aussieht. Noch gleich mal hier gucken, Kohle. So, brauchen wir noch 5 davon und wie viel? 5 davon, 3 davon. Das braucht was? Rainforest, ah, okay. Ah, aber den darf ich hier doch jetzt hier so. Moment. Hat der einen Eingang? Das sieht aus, als ob er einen Eingang hätte. Ja, der hat ja einen Eingang, ne? Schau an. Okay. Was bringt eine Kohle? Eine Kohle. Kohle. Eine Kohle bringt. 5,4 Sekunden brennt die nur. Das ist ja schon ein starkes Stück, das hätte ich jetzt so nicht gedacht, dass das Ding länger durchhält. Achso, das ist das, was er... Ja, das ist ja eigentlich... Das ist... Ja. Okay.
Okay, also Kohle ist schnell weg. Nur mal so, um zu sagen. Gesagt zu haben. und jetzt wollen wir den Hub mal versetzen, oder? Wollen wir das tun? Wir lassen einfach vorbei. Nee, lassen wir nicht. Wir, weil sonst ist das Inventar ja überfüllt und so. Genau, wir lassen nur das Ding da drin, damit wir das sehen, ob das funktioniert. So. Ob wir das dann mit da bekommen würden, wenn wir da was drin lassen. Stall. Ich glaube, das hat noch keiner versucht, oder? Na, weiß nicht. Egal. Genau, Scanner lassen wir hier. Das ist unser Versuchskaninchen. Store on. Und jetzt wollen wir das Ding hier einfach mal wegmachen. So, das hier. Machen wir weg. Tschüss. Okay, also. Ich habe Biofuel wieder bekommen. Und denk. Okay, jetzt gucken wir mal. Wenn ich den hab. Ab. Wenn ich den hier auf Sonic Foundation stellen will. Was passiert dann? Ach man, ich möchte. Ich muss da mal oben ran. Damit ich das sehen kann. Was wäre jetzt. Wo? Stellen Sie mal so etwas darüber. Dann gucken wir doch mal. Ah! Schau an. Er speichert das. Er speichert das. Und jetzt kann ich hier unten hoffentlich dann auch. Nein. Also ich muss das tatsächlich vorher bauen. Oder? Ne, ich habe nur nicht genügend Material dabei wahrscheinlich. Weil ich das alles abgelegt habe irgendwo hin. Hier. Also man kann das Ding versetzen und es macht nichts. Das ist gut zu wissen. Hier war's. Genau, und jetzt kann ich unten drunter auch mit zwei Deutschen hinklatschen und dann kann ich hier schön auf Ebenen rumlaufen. Ist das cool oder ist das cool? Na? Das ist doch. Habe ich doch gut gemacht. Aber ich komme immer noch nicht drauf. Den? Nee. Kann ich auch keine Rampe dran setzen. Ja. Also wenn ihr das herausgefunden habt, wie ihr hier drauf kommt, ohne zu hüpfen, dann viel Spaß. Ich hab's nicht geschafft. Weiß nicht, wie das gehen soll. Vielleicht muss man auch hier eine Rampe einfach hinsetzen, dass man hier so eine kleine Rampe nimmt. Hier sowas hier. Und dann eben sagt, jawohl, ich setze das einfach hier so. Und dann dahin. Das ist aber trotzdem ziemlich hoch. Ja. Das kann auch nicht die Lösung, die super geile Lösung sein. Ist egal, jedenfalls. Ja, und hier steht ein Stein durch. Ja, da unten auch. Also, es ist halt einfach. Ja, einfach. Und nicht ganz fertig. Das wäre cool, wenn man da irgendwie. Ja, ja. Schön. Schön, schön. Nein, nicht. Ja. Das ist so. Nicht. Das gleiche. Das liegt zusammen. Ja, genau. Haben wir hier noch so genau von den beiden. Okay, also wir haben es gesehen, das funktioniert. Mehr wollten wir eigentlich doch auch gar nicht wissen. Ja, okay, und ich habe auch meinen Scanner wieder bekommen. Was wäre passiert, wenn mein Inventar voll gewesen wäre? Ich weiß es nicht, ich hab's soweit mitgedacht. Aber ich kann ja das hier mal wegmachen.
was passiert. So. Das hinten nochmal auch weg. So. Jetzt habe ich definitiv. Ja, nicht alles im Moment da. Ja, sondern es liegt hier in der Kiste. Ah ja, okay. Jetzt wissen wir auch, was passiert, wenn man das macht. Gut. Wie wir sagen, das war's. Ich habe ein bisschen was zerstört, ein bisschen was erforscht. Ja. Seid ihr an der Reihe. Oh, Sonnenaufgang. Cool. Man sieht euch das an. Das sieht Hammer aus. Das sieht so Hammer aus. Seht euch. Sowas. Also, das war's von mir für ja, heute. Vielleicht habe ich ja noch mal Lust weiterzumachen oder so. Dann nehme ich euch wieder mit. Ja, ich möchte aber nicht irgendwie groß spoilern oder so. Also, wenn ihr vorhabt, das Spiel ja, euch zuzulegen, wenn es euch jetzt bis hierhin gefallen hat, dann wäre es ganz cool, wenn ihr vielleicht nicht weiter guckt. Das ist zwar jetzt für mich kontraproduktiv dann, aber das ist ja egal. Ich habe eh keine Werbung geschaltet, ich verdiene nichts damit und ich habe auch nicht vor, damit was zu verdienen. Also, wenn ihr Werbung übrigens seht hier auf meinem Kanal, dann nur, weil das YouTube irgendwie einblendet und meint, das machen zu müssen, aber nicht wegen mir. Ja, ich kann euch an der Stelle einfach nur viel Spaß wünschen, wenn ihr das Spiel spielt. Also, es ist ganz interessant. Aber für mich wäre es jetzt an der Stelle eigentlich, ja gut, die nächsten Tiers halt noch erforschen, ja gut, kann man machen, aber dann wäre für mich so ein Punkt erreicht, wo ich sage, okay, ich hab's durch. Ja, also es ist halt, man muss halt Gefallen an der Landschaft vielleicht auch haben, dass man sagt, okay, man will das erforschen, man will das sehen. Das möchte ich ja eigentlich auch schon fast, also es ist interessant. Eigentlich schon fast schade, wenn ich das dann wieder deinstallieren muss. Wenn ich dann das nicht gesehen habe alles. Also. Aber gut. Ich bin ja nicht so der. Ja, der Erkundungstyp eigentlich, muss ich auch sagen. Also ich habe mir ja auch andere Spiele, die also hauptsächlich ums Erkunden gehen, angesehen und ich bin zum Schluss gekommen, dass das nichts für mich ist. Es war doch gerade Sonnenaufgang oder war das Sonnenuntergang? Jedenfalls sieht es jetzt auch wieder geil aus. Okay. Also. Ja. Mal gerade noch speichern. Hier die Screenshot-Geschichte. Kann ich eigentlich irgendwie mein Hood ausblenden hier in meinen Options? Video? Oder ne, Control. Control ist benannt mit sein. Also. Inventory Ping. Resource Scanner. Hologramm. Map, no snap mode, build gun, set. Ah! Vielleicht mit Z hätte ich vielleicht das schöner zusammenbauen können oder so. Chat mit T, wie bei Minecraft. Photo Mode P. Photo Mode.
Take Photo, Left Mouse Button. Aha. Also es ist darauf ausgelegt, dass man hier Screenshot-Fanatiker ja, hat. Das ist ja cool. Ja, cool. Zack, Foto taken. Ja, cool. Ja, und jetzt kann ich hier rumlaufen und kann hier Fotos schießen. Cool. Ja, das ist also... Das ist mal cool gemacht, muss ich sagen. Das ist also genau dafür ausgelegt, wie ich mir eigentlich gedacht hätte. Ne? Es ist zum Erkunden, die geile Landschaft betrachten, hier ein paar Fotos zu schießen. Ja, genau dafür ist es gedacht. Genau dafür ist es gedacht. Tja, wer hätte das gedacht? Man muss einfach mal in die Controls gucken, dann sieht man, für was das Spiel eigentlich gedacht ist. Es ist zum Fotomachen gedacht. Das ist es. Und damit man hier überlebt und die schönen Fotos machen kann, ja, muss man sich eben so einen Rover bauen oder irgendwie sich anderweitig so eine Pistole bauen, so eine Nadelpistole oder so und einfach mal... ja, durch die Landschaft laufen. Jetzt gehe ich aber nochmal da hoch und mache dann nochmal ein Foto von dem Wasserfall da hinten, weil mir der so gefällt. Ja. Und dann zoome ich vielleicht auch hin oder weg oder wie auch immer, das sehen wir gleich. Und hier an die Kante gehen. Genau. Nee. Das ist eigentlich auch, das ist eigentlich schön so. Ja, das ist eigentlich schön so. Ja, wir wollen eigentlich gar nicht. Was doch. In die Wasserfälle können wir auch mal noch machen. Hier so. Na, das sieht komisch aus da mit der Kante im Bild. Aber hier. Und da geht die Sonne auf. Da hinten sehen wir irgendeinen Planeten noch. Machen wir doch gleich nochmal eins in die Richtung. Na, ich finde diese Farben finde ich so cool eigentlich. Diese Farben sind absolut klasse. Und da fliegt er wieder. Das ist cool. Hm? Mal hier hoch, noch mal ein paar Fotos machen. Ist eigentlich echt. Das ist. Ich muss sagen, die Farben und so und ja, die ganze Landschaft erinnert mich etwas an. Ja, an Anarchy Online. Wenn das eine etwas bessere Grafik hätte, dann würde das wohl so aussehen. Aber es hat es leider nicht. Ja. Aber so vom Style her, vom Ding, vom ganzen drumherum. Das ist so awesome, Mann. Das ist so awesome. Das sieht so geil aus hier. Und da hinten sieht man wieder jetzt langsam die Sonne aus dem, hinter dem Berg hervorkommt. Ha? Schade, dass man hier in der Mitte so ein komisches Viereck hat und so. Was ist das? Da fließt irgendwie auch Wasser, ha? Kann das sein? Das sieht das nur so aus. Man weiß es nicht so genau. Aber wir machen einfach nochmal ein Bild, wie die Sonne so hoch geht. Das sieht cool aus, Mann. Ja, aber an der Stelle würde ich sagen mal, ja, viel Spaß und ja, vielleicht bis demnächst, ich weiß es nicht, mal gucken, ob ich noch ein Video mache oder nicht, das
werden wir sehen. Ja. Ciao.